Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer weiteren Folge von Undertale, der original englischen Version, mit einem dummen deutschen Kommentator, der schlecht... Sorry, hab grad was getrunken nach der ersten Folge. Der schlecht Englisch. Boah, der schlecht Englisch kann so. Im letzten Part gab es zwei, in Anführungszeichen, Bosskämpfe gegen einen drogenabhängigen Hund und ein Hundepaar. Und wir haben schwere Rätsel von Sans und Papyrus gelöst. Turn every X into an O, then press the switch. Jedes X durch Berührung in ein O. Restart. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es ernsthaft schaffe, hier zu verkacken. Ah, hi. What? How did you avoid my trap? And more importantly, is there any left for me? Die Spaghetti habe ich gegessen. Really? Wowie, no one's ever enjoyed my cooking before. Well then, fret not human, I, Master Chef Papyrus, will make you all the pasta you could ever want. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Spaghetti gegessen habe. Und weil niemand vor jemals seine Spaghetti gemocht hat, ist er jetzt sehr glücklich und sagt, er macht mir so viel davon, wie ich will. My brother started a sock collection recently. How saddening. Sometimes I wonder what he would do without such a cool guy taking care of him. Er sagt, Sans hat eine Sockensammlung und er wundert sich, was er ohne ihn machen würde. Human! How do I say this? You were taking a long time to arrive, so I decided to improve this puzzle by arranging the snow to look more like my face. Unfortunately, the snow froze to the ground. Now the solution is different. And as usual, my lazy brother is nowhere around. I suppose what I am saying is very not human. I, the great Papyrus, will solve this things. Then we can both proceed. Meanwhile, feel free to try the puzzle yourself. I try not to give away the answer. Na, ich weiß nicht mehr auswendig die Lösung. Ach, das war auf jeden Fall falsch. Obwohl, ich denke, es ist noch möglich. Was soll ich hier machen? Nein, ich bin dumm. Ein einziger. Bitte nichts erwarten, aber... Auch wenn ihr nichts erwartet, ich hab's. Wow, you solved it! And you did it all without my help! Incredible, I'm impressed! You must care about puzzles like I do! Well, I'm sure you'll love the next puzzle then! It might even be too easy for you! Gut. Er bewundert mich, dass ich Puzzles genauso mag wie er. Hi, Sans. Good job on solving it so quickly. You didn't even need my help. Which is great, cause I love doing absolutely nothing. Er mag es, überhaupt nichts zu machen, deswegen findet er es gut, dass ich seine Hilfe nicht gebraucht habe. Sehr oh, das Rätsel, das wird anspruchsvoll, genau wie Sans Rätsel. Hey, it's the human! You're gonna love this puzzle! It was made by the great Dr. Elfis! You see these tiles? Once I throw the switch, they will begin to change color. Each color has a different function. Red tiles are impassable. You cannot walk on them. Yellow tiles are electric. They will electrocute you. Green tiles are alarm tiles. If you step on them, you will have to fight a monster. Orange tiles are orange sensitive. They will make you smell delicious. Blue tiles are water tiles. Swim through if you like, but if
you smell like oranges, the piranhas will bite you. Also, if a blue tail is next to a yellow tail, the water will also zap you. Perfect health are slippery, free. You will slide to the next tile. However, the slippery soap smells like lemons, which piranhas do not like. Purple and blue are okay. Finally, pink tiles, they don't do anything. Step on them all you like. How was that, understand? Eigentlich, das merkt sich kein Mensch. Aber... Great, then there's one last thing. This puzzle is entirely random. When I pull the switch, it will make a puzzle. That has never been seen before. Not even I will know the solution. Yeah, get ready. Oh, es wird ein schweres Rätsel. Oder auch nicht. Wie Papa Iris weggeht. Der dreht sich. Jo, nice. Auf die kann ich gar nicht drauf und da kann ich einfach drüber. Actually, that spaghetti from earlier. It wasn't too bad for my brother. Since he started cooking lessons, he's been improving a lot. I bet if he keeps it up next year, he'll even make something eatable. Wow, das ist echt nett. The machine isn't working. Ah, Leute, gönnt euch! Lauter Figuren von dem Hund aus dem letzten Part, den hatte ich bei der Erklärung fast vergessen. Aware of the dog, please pet dog. Und da ist eine Künstlerin. Das habe ich ausgelöst, dieses Event. The dog just rushed in here, filled with inspiration. Keep trying to build a snow dog that expresses its own emotions, but as you build, you keep getting more excited about the sculpture. Its neck got longer and longer, and it added more and more snow until it was rather sad to watch. But I couldn't turn away. Ja, sie hatte den lesser dog oder den niedrigeren Hund. Knowing that dog will never give up to trying to make the perfect snow dog. It fits with determination. Ja, und wird nie aufgeben, eine perfekte Skulptur zu erschaffen. Oder es zu versuchen. Und ja, sie hat hier eben den niedrigeren Hund aus dem letzten Part gesehen, mit seinem 18.000 Kilometer Hals. Oh nein. Ich habe aber schon eine Idee. Okay, das ist scheiße ein. Ich kann nicht laufen. Einen Moment. Kurz meine Tür zugemacht. Hier sind tolle Schneeskulpturen von Sans und Papyrus. It's a snow Papyrus. Ja. Er sieht sogar gut aus und... Ja. It's a lump of snow with the word Sans written on it in red marker. Auf Deutsch ein Klumpen Schnee auf dem Sans steht. So, die Lösung hatte ich ja sogar schon. Ich war nur zu doof. Baut sich ein Weg. Ich weiß nicht, wieso ich das beim ersten Mal wirklich verkackt habe. Lauter Bäume, jetzt habe ich ein Schneehaus auf dem Kopf gehabt. Dieser Ort hier. What's up? Da sind merkwürdige Augen. Ein komisches Undecorate. Der wird von allen geschmückt und will das gar nicht. Deswegen nehme ich ihm die Dekoration ab. Okay, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich hatte Glück. Hm.
jetzt war's das. 20 Gold. Sans verwirrt mich ein bisschen. Sorry. Are you following me? Nein, du verfolgst mich. Hier unten, dieses Haus. Niemand weiß, was das ist. Und in dieser Höhle. Ich weiß gar nicht mehr, was genau man machen muss, aber diese Tür öffnen. Ah ja, ich weiß es, glaube ich. Wenn es so ist, wie ich denke, dann kann ich das auch noch zeigen. So, dann wieder zurück auf den normalen Weg. Aber das wird erst sehr spät kommen. Genauer gesagt, am Ende des Pazifisten-Runs. Ah ja, ich weiß, was hier kommt. Wuff. Ein kleines Hundehaus. Ein Snowpuff. Also ein Schneehaufen. Und ein Schneehaufen. Das ist ein Schneehaufen. Überraschenderweise ein Schneehaufen. Schneehaufen. Ist das wirklich ein Schneehaufen? Ein Hund. Ein etwas großer Hund. Die Musik alleine. Ich weiß, das klingt toll. Der höhere Hund. Er ist nicht X. Oh, Lucky. Er ist zu weit weg. Sehr schön. Ich rufe ihn. Er kommt zu mir und sabbert mir ins Gesicht. Au! Komm mal noch mit mir. Seine Ohren stellen sich auf, aber sonst. Sag mal. Au! Der macht übel Damage! Mach eine andere Attacke! Ich bin zu dumm, um die abzuwehren. Er ist eingeschlafen und wacht wieder auf und ist aufgeregt. Und jetzt werfe ich den Schneeball für den Hund. Oh Gott, er nimmt allen Schnee im Gebiet und bringt ihn zu mir. Jetzt ist er sehr müde und jetzt, nein, ja, okay. Er will ein bisschen was zu listen. Jetzt ist sein ganzes Gewicht auf mir. Ich bin langsamer, aber ich habe ihn noch nicht. Ja klar. Ich bin halt echt viel langsamer. Mehr. 100%. Ah gut. Kampf gewonnen. 40 Gold. Er mag mich. Tolle Art wegzulaufen. Oh, das nächste Rätsel von Sans und Papyrus. Eine lange Brücke. Das letzte Rätsel. Ich kann die Musik sehr gut nachmachen. Human, this is your final and most dangerous challenge. Behold the Gauntlet of Deadly Terror. Auch wenn das nicht Englisch ist. Yay. Das hier ist meine tödlichste, gefährliche Challenge. Der Hund ist natürlich wichtig. When I say the word, it will fully activate. Cannons will fire, spikes will swing, blades will slide. Each part will swing violently up and down. Only the tiniest chance of victory will remain. Are you ready? Because I am about to do it. Sobald er das Wort sagt, wird hier alles eskalieren. Und ich werde sterben. Ich habe nur die geringste Siegeschance.
Well, what's the holdup? Hold up! What hold up? I am about to activate it now! Ja, sagt er, aktiviert es jetzt. That doesn't look very activated. Well, this challenge, it seems maybe too easy to defeat the human whip. Yeah, we can't use this one. I'm a skeleton whip standard. My puzzles are very fair. And my traps are expertly cooked. But this method isn't too direct. No class at all. Away it goes. Auf Deutsch, er weiß das Wort einfach nicht. Phew. What are you looking at? This was never decisive victory for Papyrus. Auf Deutsch, er wusste einfach das richtige Wort, um es zu aktivieren nicht. I don't know what my is going to do now. If I were you, I would make sure I understand blue attacks. Das ist ein Hinweis. Und jetzt, welcome to Snowdin. Die Stadt. Habe ich schon. Okay, naja, sind. Hier ist die Verkäuferin. Ich werde hier jetzt nicht mit jedem reden. Ne? Ah, man kann gar nichts verkaufen. Das ist ja. Oh! Das nehme ich. Zweimal. Das Reden mache ich nur bei einem oder zwei Verkäufern. Denn es gibt natürlich mehr als nur diesen Shop. Habe ich irgendwas zum Ablegen? Ich lege mal fürs Erste... Oh, falscher Knopf. Das Schneemann-Teil weg. Hier kann man... Hallo? Welcome to Snowdin, Snowdin's Premier Hotel. 118 Gold. 18. Ja, doch. Nee, das mache ich nicht. Hier kann man nicht hoch. Hier kann man nicht rein. Das kleine Viech an der Seite. Mom says that sleeping can recover your health above your maximum HP. What maximum HP? Da kann man seine maximalen Leben für eine kurze Zeit erhöhen. Das ist eine Abkürzung, das hier. Ein komischer Hase. The lady over there, something about her disturbs me. Die hier? Isn't my little cinnamon just the cutest? Bonbons are so adorable. Bun 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 bun. After teens taunt the local monster by decorating this tree, its tree-like horn. So we are started giving the monster presents to make it feel better. Now it's a tradition to put presents underneath a decorated tree. Sie haben gerade die Geschichte von Weihnachten bei ihnen erzählt. Und zwar, ursprünglich haben sie einfach nur Geschenke an dieses Elchviech, das mir schon begegnet ist, gemacht, damit es sich besser fühlt. Und inzwischen ist es eine Tradition geworden, Geschenke unter geschmückte Tannenbäume zu legen. Der wird noch später ein bisschen wichtiger. Yo, you're a kid too, right? I can tell cause you're wearing a striped shirt. Ah, nur weil ich ein gestreiftes Shirt habe, bin ich ein Kind. Das ist Grillbees, der Futterladen Fast Food. This town doesn't have a major, but if there's ever a problem, a skeleton will tell a fish lady about it. That's pretty. Auf Deutsch, sie haben keinen Bürgermeister. Wenn es irgendein Problem gibt, dann wird ein Skelett, ein Papyrus, einen Fisch darüber erzählen. Den werden wir noch kennenlernen. Everyone is always laughing and cracking jokes, trying to forget our modern crisis, dreariness, crowding, lack of sunlight. I would join them, but I'm just not very funny. Ja, sehr gute Einstellung. We all know the underground has problems, but we smile anyway. Why? We can't do anything, so why be morose about it? Das ist eine gute Einstellung. Da oben kann auch ein random Event, wenn man den richtigen Wert hat, getriggert werden. Das ist eine Familie von Stein. Let's play Monsters and Humans. You aren't gonna make me be human again, are you?
Und hier ist der Vater. To be young again. World should be boundless. Das hier ist auch ein tolles Haus. Ich klopfe an. Oh, what a beautiful knock. Maybe if I don't answer, I'll hear it again. Er sagt, dass das Klopfen wunderbar ist und wenn er nicht antwortet, wird er es vielleicht nochmal hören. Oh, my parents rewards me. Ja. Hier hinten ist ein komischer Wolf, der Eis in den Fluss wirft. Das ist ein toller Job. Na, ich habe das Gefühl, ich habe richtig Pech mit diesem Wert. Mit dem zufällig ausgesuchten Wert. Die wahrscheinlichsten Sachen sind jetzt schon durch. Es gibt noch ein paar andere. Hier ist das Haus von Sans und Papyrus, by the way. This mailbox is labeled Papyrus. Look inside. Jo. Leer. Und wem gehört dann wohl dieser randvolle Briefkasten? Junk-E-Mails. E-Mails vor allem. Von Sans. Und das ist abgeschlossen. Das Haus auch. Oh, ich weiß, was jetzt kommt, Leute. Jetzt geht's ab. Eine Art Nebel bildet sich im Hintergrund das Wasser. Jetzt geht's ab, Leute. Human, allow me to tell you about some complex feelings. Feelings like the joy of finding another pasta lover, the admiration for another's puzzle-solving skills, the desire to have a cool, smart person think you are cool. These feelings, they must be what you are feeling right now. I can hardly imagine what it must be like to feel that way. After all, I am very great. I don't ever wonder what having lots of friends is like. I pity you, lonely human. Very not. You shall be lonely no longer. I, the great Papyrus, will be your... No. No, this is all wrong. I can't be your friend. You are human. I must capture you. Then I can fulfill my lifelong dream. Powerful, popular, prestigious. That's Papyrus, the newest member of the Royal Guard. Der Kampf gegen Papyrus. Er sagt, er weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man wie ich einen anderen trifft, der Spaghetti und Puzzles mag und noch dazu cool ist und denkt, man selber ist cool. Ja. Okay, damit wären wir schon bei einem... Gut. Außerdem sagt er, er kann nicht mein Freund sein, denn er muss mich fangen, um sein Lebensziel zu erfüllen, der Königswache beizutreten. Papyrus. Flirt. What? Flirting? So you finally reveal your ultimate feelings. Well, I'm a skeleton with very high standards. Ich habe keine Qualitäten oder ich kann Spaghetti machen. Ich kann echt so ein bisschen Spaghetti machen. Oh no, you are meeting all my standards. Er hat ein Standard. I guess this means I have to go on a date with you. Let's date later, after I capture you. Leute, dieser Angriff. Er denkt darüber nach, was er beim Date tragen soll. Was ist Insert? Oh, selfless! You need to feel better about fighting you. I don't deserve such hospitality from you. Boah, diese Attacken, Leute. Die überfordern mich. Nochmal flirten. Oh no! Let's date later, after I capture you. Oh Gott, Papyrus, geh nicht so ab mit deinen Attacken. Was soll ich denn dagegen tun? Er holt ein paar Knochen. There's no need to lie to yourself. You guards hide a hidden affection, you emotional cactus. I know I'm great at English. Cactus. Er holt Soße hinter seinem Ohr hervor. Don't waste your words on me. Sag mal, ich dachte eigentlich, man müsste ausweichen können in diesem Kampf. Ein MTT Brand Bishy Cream. You flirt, but not. Do not away. Seems acting won't escalate this battle.
Ja, schade. Sag mal, kann hier in dem Kampf mal was passieren? Ich mach weiter Insult, weil erstmal könnte ich checken. 20. Wie likes to say? Nyehehe. Ja. Gott. Das ist ein schwerer Bosskampf, Leute. Hä, was muss ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich denke mal, verschonen. So you won't fight? Then let's see if you can handle my favorite blue attack. Oh nein. Es ist so schwer. Oh, stimmt. Darauf war ich jetzt nicht so gefasst. You are blue now. That's my attack. Nicht blau. I wonder what I should wear. Oh scheiße, falscher Knopf gedrückt zum Springen. Kacke. Ja. Er hat Lauferzeug hinter seinen Ohren hervorgeholt. Jetzt stellt er fest, dass er gar keine hat. Try holding the up button to jump. Das hat er mit Tipps. Inzwischen habe ich es auch verstanden. Wir versuchen es. What? I'm not thinking about that baby! So sind die Attacken anspruchsvoller. Oh, das ist jetzt schon eine lange Attacke, aber ohne Hit. Weiter. Yeah, don't make me use my special attack! Oh. Ja! Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das No-Hit schaffe. I can almost taste my future popularity! Ich stelle mich echt gut an in dem Kampf, habe ich das Gefühl, kann das sein? Okay, teilweise nicht so. Papyrus, Head of the Royal Guard! Okay, das war scheiße. Es stellt sich schon vor, wenn er der Anführer der Königswache ist. Papyrus, unparalleled, baggage your thing. Nein! Er flüstert. Undyne will be really proud of me. Undyne. Werdet ihr noch kennenlernen. Das ist der Fisch, oh Kacke. Ja, das habe ich verkackt. Gerade eben habe ich es noch geschafft, hier ans Ufer ranzukommen. The king will trim a hedge in the shape of my smile. Der König wird eine Hecke schneiden lassen, die aussieht wie seine Grinsen. Er bereitet eine Knochenattacke vor. My brother will, well, he won't change very much. Oh Gott. Alter, das ist schwieriger als ich dachte. Die Hälfte von dem... I have lots of admirers, but... Oh, er hat ein Aber. Will anyone like me as sincerely as you? So muss man hier dodgen. So nicht. Aber ich stelle mich besser an, als ich dachte noch. Someone like you is really rare. Danke. Scheiße, war das schlecht. Ich hab gar Angst. And dating might be kind of hard. Oh Gott. Papyrus bereitet eine Nicht-Knochen-Attacke vor und benutzt dann erstmal eine Minute Zeit. Ah, jetzt habe ich hier einen Unicycle, das ist die andere Hälfte. After you are captured and sent away! Autsch. Danke, ich war gerade, Alter.
Der Kampf ist echt schwieriger, als ich in Erinnerung hatte. Ah, who cares? Give up! Hallo, ich hab nach oben gedrückt. Okay, das Ende habe ich nicht geschafft. Give up or face my special attack! Oh Gott, ich bin so schlecht. Das Spiel wird mich noch zerstören. Yeah, very soon I will use my special attack. Oh, bei... Alter. Das zweite Mal, dass ich nach oben gedrückt habe und dann nicht gesprungen. Ich gehe jetzt auf den Weg. Not too long and I will use that special attack. Er wird bald seine Spezialattacke benutzen. Ich habe gerade Angst. Alter, so viele Items schon wieder weg. This is your last chance before my special attack. Alter, ich kann den Kampf nicht. Bitte nicht schlagen, Alter. Am Anfang habe ich mich doch so gut angestellt. Behold, my special attack. Ja, ein Hund hat seinen Knochen. What the heck? Hallo? Okay, irgendwie war anders ja nicht mehr das vordere Fenster. That's my special attack! Hey, you stupid dog! Do you hear me? Stop munching on that bone! Das Gesicht von mir. Hey, what are you doing? Come back here with my special attack! Oh well, I just use a really cool regular attack. Jetzt macht er das normal. Ah, here's an absolutely normal attack. Yay, eine ganz normale Attacke. Scheiße. Gott, normal ist das nicht. Digga, beend diesen Kampf. Der Hund. Cool. Junge. Attacke konnte man nicht. Da konnte man nicht sterben, Alter. Ich schwitz gerade. You are too weak. I was easily able to capture you. I will now send you to the capture zone, or as Sans calls it, our garage. You are in the doghouse now. Ah nee, ich hab doch verloren. Fuck. Ich will den Kampf in diesem Part schaffen. Eine Notiz von Papyrus. Sorry, I have to lock you in the guest room until Undyne arrives. Niefuli. Ja, es ist schwer auszubrechen. Scheiße, ich hab den Kampf jetzt ernsthaft verkackt. Ich brauche neue Items. Leute, sorry, Mann. Ich bin einfach nicht gut in dem Spiel. Am Anfang kam es mir ganz gut vor, da bin ich den meisten ausgewichen, aber... Das reicht erstmal, das sind schon 6 Items eigentlich, weil die kann man ja alle mehrfach essen. Nochmal saven. Ich schaffe es jetzt in dem Part. Die Abkürzung. Schön auf der anderen Seite der Stadt rauskommen. Es war halt schwer auszubrechen. Rematch! Da ist er wieder. Oh! Where could that human have gone? Wait! It's right in front of me! Hello! I was worried that you had gotten lost! It sure is a relief to know that you're right here. Wait a second. You're not supposed to escape. Get back there. Ich soll zurückgehen. Muss ich jetzt echt den ganzen Kampf nochmal von... Ah, ich bin schon blau. Ich glaube, Insert funktioniert auch nicht mehr. Ja. Ihr denkt, Alter, schon wieder, das nervt lang.
Diese Laptop-Tastatur kackt mich an. Ich sag's euch, ich verkack mich an. Ich glaube, ich hab gerade da wieder gestartet, wo, als ich blau geworden bin. Na, war klar. Ja. Halt. Oh nee, ich verkack das nochmal, Leute. Und das ist so ein einfacher Bosskampf eigentlich. Ich verkack gerade komplett. Alter, das ist doch peinlich. Hallo? Undertale zählt schon wieder nicht als am vorderes Fenster. Ja, ich sterb hier schon wieder. Ja, die Attacke ist rum. Alter, ich bin so schlecht. Die Attacke gehe ich komplett falsch an, das weiß ich. So muss man das machen. Ich werde immer getroffen, das ist gemein. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich mich wirklich so wenig wie möglich zur Seite bewege. Auf mich zu schlagen. Als ob ich sogar hier noch getroffen werde. Ich bin einfach zu scheiße für ein Let's Play von dem Spiel, habe ich das Gefühl. Alter. Aber teilweise packt mich die Tastatur gerade auch ab. Gerade eben bin ich nicht gesprungen, sondern zur Seite. Ich muss das doch schaffen. Zumindest die Attacke muss ich doch mal ohne Gegentreffer schaffen. Alter. Warum spiele ich das Spiel? Oh Gott. Oh Gott. Sogar das? Also, aber das war, als ob ich das am Ende, wenn ich am Ende nicht getroffen, hier bin ich letztes Mal gestorben.
Ich hätte mir zugetraut, dass der nichts wird. Well, it's clear you can't defeat me. Yeah. Sicher! Wem war noch klar, dass der Kampf jetzt zu Ende ist? I can see you shaking in your boots. Therefore I, the great virus, elect to grant you pity. I will spare you. Now's your chance to accept my mercy. Yay. Na danke. Wäre das nicht auch früher gegangen? Can't even stop someone as weak as you. And I'm going to be disappointed in me. I never joined the Royal Guard and my friend Quantity will remain stringent. What should you say? What a loser, lol. Nee. Lass Freunde sein. Du bist cool. Jedenfalls mag ich Papyrus schon. Really, you wanna be friends with me? Well then, I guess I can make an allowance for you. Worry, we haven't even had our first date and I've already managed to hit the friend zone. Who knew that all I needed to make false was to give people awful puzzles and then fight them? You taught me a lot, human. I hardly grant you permission to pass through. And I'll give you directions to the surface. Continue forward until you reach the end of the cavern. Then, when you reach the capital, cross the barrier. There's a magical seal trapping us all the underground. Anything can enter through it, but nothing can exit. Except someone with a powerful soul like you. That's why the king wants to acquire a human. He wants to open the barrier with soul power. Then us monsters can return to the surface. Oh, I almost forgot to tell you. To reach the exit, you will have to pass through the king's castle. The king of all monsters, he is. Well, he's a big fuzzy pushover. Everybody loves that guy. I'm cutting if you just say, excuse me, Mr. Grima, can I please go home? He'll guide you right to the barrier himself. Anyway, that's enough talking. I'll be at home being a cool friend. Feel free to come and buy and have that date. Yeah! Was zur Hölle? Hat der gerade den Yoshi gemacht? Ja, während ich zum Savepoint gehe und den Part beende, erkläre ich, was er gerade gesagt hat. Und zwar, er wird jetzt halt mein Freund sein und er hat mir schon gesagt, wo ich hin muss, wenn ich... Oh, warum habe ich nicht die Abkürzung genommen? Egal. Wenn ich wieder an die Oberfläche will. Ich muss als nächstes durch eine Wasserfallgegend. Okay, ich glaube, das hat er gar nicht genauso gesagt, aber ich muss gleich durch eine... Oder gleich. Ab dem nächsten Mal durch eine Wasserfallgegend. Danach durch ein... Das Hotland heißt das. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, und dann komme ich in die Hauptstadt und das Schloss des Königs aller Monster. Papyrus sagt, er ist ein netter Typ und wenn ich ihn einfach darum bitte, mich gehen zu lassen, wird er das auch tun. Wie wir von Toriel bereits wissen. Ja, genau. Damit war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Hoffentlich wird es dann erfolgreicher. Ciao.